English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute, ein Leopardgecko, sogenannter Black Knight. Ne? Die Black Knight sollen möglichst schwarz sein. Hier wirklich ein super perfektes schwarzes Tier. Ne? Also so ganz minimalen hellen Schatten sieht man noch auf dem Rücken. Aber sonst ist der Kohlraben schwarz. Also das ist so die höchste Ausprägung, sage ich mal, von diesen schwarzen Tieren. Super schön. Also ich glaube, jeder Leopard-Gecko-Fan schlägt da das Herz höher bei so einem richtig pechschwarzen Black Knight. Und deswegen wollte ich den euch heute als Intro-Tierchen zeigen. Milben sind ja ein Riesenproblem in der Terraristik. Ne? Also ich glaube, jeder Terrarianer, der länger in dem Hobby ist, begegnet diesen furchtbaren Milben früher oder später mal. Und es gibt wirklich eine ganz tolle biologische Waffe dagegen. Das sind die Raubmilben. Das funktioniert wirklich. Das ist super. Das ist empfehlenswert. Und deswegen zeige ich es euch heute. Hier habe ich ein gutes Beispiel. Glücklicherweise oder ein Albino, der einen relativ starken Milbenbefall hat. Albino ist von daher praktisch, weil man auf dem die Milben ganz gut sieht. Hier zum Beispiel als schwarzer Punkt, na, jetzt ist er weg. Also die sind ja so unter den Schuppen versteckt. Wenn ihr prüfen wollt, an der Kopfunterseite ist eigentlich immer eine recht beliebte Stelle, wo man es ganz gut sehen kann. Zum einen, weil die Tiere da weiß sind, aber weil hier in dieser Falte hier sich die Milben auch ganz gerne aufhalten. Da kann man dann ganz gut schauen, wenn man Milben hat. Das erste Anzeichen, das habe ich euch schon oft erzählt, ist, die Tiere liegen im Wasser. Ne? Da, also die wenigsten Schlangen baden eigentlich so standardmäßig. Ne? Wenn ihr eine Schlange im Wasser liegen seht, über einen längeren Zeitraum, über mehrere Stunden oder so, vielleicht mal ausgenommen Anaconda oder so Tiere, die regelmäßig im Wasser sind, da müsst ihr schon vorsichtig werden oder da ist schon was faul. Ne? Und dann könnt ihr das Tier rausnehmen, könnt es so begutachten, wie ich es gerade gesagt habe, hier unterm Hals, beziehungsweise Magdalena, gib du mir mal bitte noch weißes Zeva. Haben wir hier gerade irgendwo, was eigentlich auch ein ganz guter Trick ist, wenn man ein weißes Tuch oder weiße Küchenrolle nimmt und das Tier da durchkriechen lässt. Auf der weißen Küchenrolle kann man die eigentlich auch immer ganz gut sehen. Tu mir mal, ja genau, gib mir mal zwei Blätter. Und gib mir mal eins. Okay. Jetzt ein bisschen unpraktisch, weil ich das hier jetzt so, ne, also einmal so durchkriechen lassen, wie der jetzt schon fast automatisch macht. Und wenn man dann auf dem Zeva guckt, also viel haben wir jetzt nicht erwischt, aber zumindest haben wir eine erwischt hier. Die bewegt sich auch schön, ne, die läuft davon. Also das ist dann letztendlich der Beweis, beziehungsweise ich kann sie dann noch unter Umständen zerdrücken. Manchmal kommt dann rotes Blut sogar dabei raus und dann habt ihr den Beweis, dass das Tier von Milben befallen ist und dann müsst ihr auf jeden Fall handeln. Noch zu guter Letzt, es gibt ja zwei Arten von Reptilienmilben, die gefährlich sind. Das sind die schwarzen, wie wir sie hier haben, die schwarzen Blutmilben und es gibt rote Blutmilben. Die roten sind mehr an den Echsen, die schwarzen sind mehr an den Schlangen. Das sind die zwei, wo wir uns Sorgen machen müssen. Es gibt auch noch so kleine weiße Milben, die sind im Holzsubstrat drin. Diese weißen Milben, das sind Holzmilben, die gehen nicht an die Schlangen ran. Die sind uns eigentlich völlig egal. Wie gesagt, von was wir hier reden, sind diese schwarzen oder die roten Blutmilben. Genau, die Scheiße bei dieser Nummer ist, dass mir die Milben hier überall
zerstreuen und die Milben können laufen. Und die laufen jetzt hier überall auf dem Boden rum. Und das ist echt ein Problem. Und auf mir rum, guck, da läuft auch eine auf dem Arm. Siehst du es? Hier. Also das ist genau das, was man nicht machen sollte, wenn man Milben hat. Dass man sie auch noch spazieren trägt, so wie wir es jetzt gemacht haben. Das ist so das Schlimmste, was man machen kann. Weil dann tut man sie überall verbreiten. Ja. So, jetzt habe ich hier Dose auch noch angefasst. Ey. Jetzt habt ihr die Milben mehr wie deutlich gesehen, denke ich. Wir sind hier auch am Panik schieben, weil das Blödste echt, was man machen kann, ist so ein Tier noch spazieren tragen und hier rum, da fliegen die Milben hier auf dem Boden, die laufen davon. Also sowas ist echt die Seuche. Und wie gesagt, hier, also jetzt machen wir gleich Feierabend. Ich habe die, gerade habe ich an meinem Arm hatte ich eine sogar sitzen. Das ist auch eine Art, wie man Milben verbreiten kann. Oder würde ich jetzt zu einem anderen Terrarianer zum Beispiel nach Hause gehen? Das wäre so der klassische Fall, dann hat er plötzlich Milben und denkt sich, wieso habe ich plötzlich Milben? Gut, wir sind dazu da, eine Lösung anzubieten. Ihr habt sie vorher schon gesehen, diese sogenannten Raubmilben, Taurus heißen die. Da gibt es sogar ein Patent drauf, so viel ich weiß, von einer belgischen Firma, glaube ich, die da das Patent drauf hat. Gibt es verschiedene Größen. Das ist die Portion für ein Terrarium. Hier haben wir die Portion für 5 Taurus L haben wir hier für 5 Terrarien. Dann haben wir hier die große für 15 Terrarien und es gibt auch noch größere. Das ist ein Substrat, so wie hier, ne? Das ist da drin, also die Boxen sind versiegelt, ne? Da muss man das Siegel im Prinzip aufbrechen. Dann ist so ein Substrat drin, irgend so ein Holzsubstrat. Da befinden sich die Raubmilben bzw. die Larven drin. Die ganze Sache tut man im Kühlschrank lagern, so 6 bis 8 Grad, weil die Milben dann in einem Stadium sind, wo sie so eine Art Winterschlaf machen, also nicht aktiv sind. Würde ich die warm lagern, wären die Milben ja aktiv und müssten fressen. Ne? Wenn sie nichts zu fressen haben, sterben sie. Deswegen kann ich die oder muss ich die im Kühlschrank halten, kann ich da 6 bis 8 Wochen lassen. Wie gesagt, dann haben die einen völlig reduzierten Stoffwechsel, diese Raubmilben, und können da aufgehoben werden, diese 4, 6, 8 Wochen, bis sie zum Einsatz kommen. Wenn ich dann das Problem habe, habe ich ein Terrarium, nehme ich die kleine Dose, mache sie auf, lege sie ins Terrarium rein. Ich brauche es nicht einmal reinschütten. Ich kann einfach die Dose, Deckel aufmachen, die Dose so ins Terrarium legen. Habe ich mehrere Terrarien, nämlich eine größere Dose, tu mir das einteilen, den Inhalt, wie vorher gesagt, was habe ich gesagt, für 5 Terrarien zur Bekämpfung oder 10 Terrarien provisorisch. Ne? Wenn ich zwar keinen Milbenbefall habe oder wie jetzt in unserem Fall, wenn ihr ein Tier mit Milben habt, die Terrarien drumherum, da müsst ihr auf jeden Fall dann ebenfalls mit diesen Raubmilben rangehen. Ne? Weil die Milben, haben wir gesehen, die laufen davon, die gehen auch ins nächste Terrarium. Das wäre dann so ein Fall für die provisorische Behandlung. Da kann ich 10 Terrarien drumherum damit eindecken und hab dann diese Raubmilben drin. Die Raubmilben laufen ja ebenfalls rum, die suchen sich ihre Beute. Ne? Und so kann ich dann die Milben bekämpfen. Zu den Raubmilben selber, das sind ebenfalls, gehören in die Familie der Spinnentiere, so wie diese Blutmilben an den Schlangen auch, sind relativ klein, kleiner wie 1 Millimeter sind die ausgewachsenen Weibchen. Am Anfang sind sie weiß im ersten Stadium, mit der Zeit werden sie gelb bis orange, wenn sie größer werden, aber unter 1 Millimeter. Das heißt, in so einem Substrat drin kann ich die gar nicht erkennen. Die zu sehen ist wirklich sehr schwierig. Ne? Also vielleicht auf einer weißen Fläche, wenn ich mir da sehr viel Mühe gebe oder wenn ich mit der Lupe hingehe, könnt ihr die sehen. Wir können euch auch mal Bilder einblenden. Zum einen
wie Milben selber aussehen, ein Foto, auch ein Foto, wie die Raubmilben aussehen. Die Raubmilben selber sind, wie gesagt, sogar kleiner wie die Blutmilben, überwältigen die aber, töten die und ernähren sich von dieser Blutmilbe. Ne? Also die saugen diese Blutmilbe leer und nicht nur die Milben, sondern ernähren sich scheinbar auch von den Milbeneiern. Und wie gesagt, das funktioniert wirklich gut, einwandfrei. Wir haben diese Taurus jetzt knapp ein Jahr im Programm. Seither benutzen wir sie selber. Ich war früher ein wirklich Skeptiker von der Sache. Ne? Wenn ihr, ich glaube, es gibt eine ältere Folge, da habe ich mal was von Raubmilben erzählt und habe gesagt, ja, aber das funktioniert doch nicht so richtig. Oder ich glaube sogar auch in meinem Buch habe ich Raubmilben erwähnt, aber auch mit Fragezeichen, ob es funktioniert. Wie gesagt, wir machen es jetzt seit knapp einem Jahr. Durch das, wir sind ein Handel, wir züchten Tiere selber, aber wir kriegen auch Tiere von anderen Züchtern. Und leider schleppen wir uns, so wie jetzt bei dem Tigerpütern, schleppen wir sich doch immer wieder mal Milben ein. Entschuldigt mir den Ausdruck, ist zum Kotzen mit diesen Milben. Aber wir hatten es früher mit Insektizid behandelt, behandeln es jetzt mit diesen Raubmilben und es ist wirklich eine super Sache. Es funktioniert. Ne? Es geht nicht innerhalb von 24 Stunden. Also ich kann nicht die Raubmilben da einsetzen und denken, morgen ist alles okay. Bei so einem Befall, wie jetzt das Tier hat, geht es ungefähr eine Woche, würde ich sagen. Nach einer Woche werdet ihr da keine lebende Milbe mehr drin finden. Ich muss aber weiter behandeln über 2, 3, 4 Wochen. Ne? Die Raubmilben selber halten sich auch über mehrere Wochen. Selbst wenn sie nichts mehr zu fressen haben, können sie 1, 2 Wochen ohne Nahrung auskommen. Und irgendwann, wenn sie wirklich gar nichts mehr zu fressen haben, dann sterben sie ab. Somit ist dieser Kreislauf dann beendet sozusagen. Noch ein wichtiger Punkt, wenn ihr solche Raubmilben verwendet, dann keine anderen Insektizide verwenden. Ne? Nicht, dass ihr denkt, naja, ich nehme Raubmilben und nehme noch das Insektizid 2000, was man ja auch kennt gegen Milben. Könnt ihr nicht zusammen machen, weil das Insektizid würde ja auch die Raubmilben abtöten. Ne? Also ihr müsst euren Weg, ihr müsst euch entscheiden, nämlich gehe ich mit Insektiziden oder mit der chemischen Keule dagegen vor oder nehme ich diese biologischen Waffen. Ne? Das ist wirklich ganz wichtig. Also wir selber haben uns für die Raubmilben entschieden. Das Insektizid haben wir noch im Einsatz in so einem Fall wie jetzt im Moment. Also ich habe hier rundherum alles eingesprüht mit dem Insektizid, einfach damit hier sich die Milben, die auf den Boden fallen, nicht davonlaufen. Das ist ja ein Kontaktgift, die laufen dann über das Gift. Für sowas kann ich das Insektizid noch verwenden, aber im Bereich der Tiere darf ich dann kein Insektizid verwenden, sonst würde ich meine Raubmilben abtöten. Ich gehe jetzt heim duschen. Ich muss raus hier aus dem Geschäft. Ne? Ich bin von Milben verseucht. Allen Ernstes, kein Spaß. Ne? Wenn ich jetzt hier mit, so wie ich jetzt bin, in unseren Tierbereich oder in irgendeinen anderen Tierraum gehen würde, wäre die Gefahr wirklich groß, dass ich die Milben da reintrage. Da muss nur eine von meiner Kleidung auf den Boden fallen und wir haben Milben in unserem Schlangenbereich. Ne, das Tier kam jetzt aus dem Quarantänebereich. Dann hätten wir in unserer Zucht oder in unserem Schlangenbereich Milben. Deswegen gehe ich heim duschen. Mit den Raubmilben ist eine super Sache. Wenn ihr das Problem habt, probiert es aus. Ich kann es euch absolut empfehlen. Wenn euch ReptilTV gefällt oder wenn euch ReptilTV hilft, freue ich mich. Das ist meine Intention. Deswegen mache ich diese kostenlose Filme. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr so lieb seid und im Gegenzug mich bzw. uns etwas unterstützt. Zum einen, wenn ihr Terraristik-Produkte braucht, freue ich mich, wenn ihr sie bei uns bei M&S Reptilien kauft. Abonniert bitte den Channel, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Macht die Glocke an, dann tut es immer aufpoppen, wenn ein neuer Film kommt. Und dann haben wir euch noch ein zufälliges Video und das letzte Video, wenn ihr noch mehr von ReptilTV sehen wollt.